Ach, es war nicht immer alles bestens. Ach, aber jetzt geht mir es auch relativ gut. Ob nun besser als vorher, ist eine andere Geschichte, materiell sicherlich. Emotional manchmal habe ich noch meine Probleme damit. Ansonsten sind wir sehr zufrieden und es ist gut für uns alle, dass es so kam. Trotzdem muss man sagen, es gibt natürlich heutzutage auch noch Probleme. Also es ist so, es ist ein Tag des Feierns, aber auch ein bisschen des Nachdenkens. Man sollte also nicht zu sehr nur in der Vergangenheit stecken, auch wenn die Idee des Wendedenkmals sehr gut ist. Und dass es die Plauner selber gemacht haben, finde ich auch sehr interessant. Daran können sich andere Kommunen ein Beispiel nehmen. Aber man sollte trotzdem die heutigen Probleme nicht gänzlich vergessen. Nicht so ganz so schön alles, ne? Also ich sehe ganz viele Häuser hier leer stehen und ganz viele Menschen ziehen weg von hier und unsere Städte sehen alle gar nicht so toll aus, wie wir eigentlich denken, dass sie eigentlich jetzt so blühende Landschaften, wurde mal gesagt. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ja, bei vielen ist sicherlich die Mauer noch in den Köpfen geblieben, denke ich mal. Viele schauen nach vorn, viele schauen aber auch zurück und wollen das wieder haben, was sie hatten, was uns aber gar nicht weitergebracht hat. Und heutzutage hört man halt noch von Wessis so, wie ja, die Ossis, die haben sie immer noch nicht drauf oder sowas halt. Das wird halt immer noch so, als ob immer noch diese Trennwand drin wäre, was ich jetzt überhaupt nicht verstehen können oder so. Aus meiner Sicht heraus hat sich das, was uns mal zum Guten so versprochen wurde, leider nicht ganz so erfüllt. Ansonsten denke ich schon, dass Deutschland insgesamt schon eine recht positive Entwicklung dargenommen hat. Also ich sehe es nicht wirklich so. Zum einen heißt es hier in diesen Gebieten immer wieder, ich sehe es auch in der Schule, du kommst aus dem Westen. Und also da wird auch immer noch sehr stark diskutiert. Naja, ich muss sagen, es gibt Unterschiede zwischen Ost und West, genauso wie zwischen Nord und Süd. Und das wird auch ewig so bleiben. Es ist eine Frage von ein, zwei Generationen, dann ist es eh vorbei. Es gibt Unterschiede zwischen Plauen und Auerbach beispielsweise und genauso auch zwischen Ost und West. Es war nicht alles schlecht. Es gab viel Schlechtes, aber das hat man schlecht gemacht. Die Menschen selber sind nicht so schlecht, wie das System war.